Forsche, forsche, erforsche deine Gefühle. Mich nicht. Was? Prozent, forsche schneller. Erforderlich, Stroh und Holzplanke. Okay, gut. Der Klöppler klöppert, die Brigitte klöppelt, was das Zeug hält. Und da hinten wird auch gebaut. Oh, ist das schön. Weißt du, das Blöde ist, dass wir den anderen Holzfäller so weit hinten gebaut haben. Können wir noch anbauen. Ja, mein Plan wäre, wir lassen den da hinten mal lustig holzen, bis wir hier mal wieder aufgeforstet haben. Und dann können wir ihn eh umziehen lassen. Ja, brauchen wir ihn denn überhaupt? Was? Ich weiß nicht, ob der den Holzfäller, wenn wir selbst forsten. Ja, da hinten nicht, aber wir brauchen ja, der forstet ja nur auf, der Förster. Der baut ja nichts ab. Nehme ich mal schwer an. Okay. Und dann passt es eh ganz gut, aber bis wir hier mal wieder Wald haben. Ja. Wer weiß, wie lange das dauert. Ah ja, ein paar Jährchen. Bitte sag sowas nicht. 10 Jahre später. Mhm. Real life. Ja, ja, genau, das war ja jetzt meine. Ich hab da noch im Ohr, was Sachi vorhin erzählt hat. 4 Monate. Aber sicher nicht. Sachi macht Wasser. Du kriegst jetzt auch noch eine schöne Rüstung. Und dann sind ja alle glücklich. Was hast du eigentlich für eine Rüstung? Gar keine. Doch, hä? Achso, der hat das Hemd schon. Dann wieder Müll wegwerfen. Ja, schade nur, dass man die Sachen nicht wieder zerlegen kann, ne? Ja, das wäre voll geil, dass man da wieder irgendwie Stoff oder also so Leinen oder so rausgewinnt. Ja, ja, natürlich. Sehr edel, sagen wir es mal so. Hast du jetzt mittlerweile alles? Ja, nur noch 2 Stroh, okay. Die werden dir jetzt bestimmt gleich gebracht. Hoffe ich mal. Oder sind hier noch welche drin? Nein. Ey. Nein. Okay. Ja, irgendeiner wird schon machen, weil ich kann es eh nicht herstellen. Gut, wenn die Bude fertig ist, kann ich tatsächlich schon. Wo brauchen wir dann eigentlich Wasser? Zum Kochen. Das, was du da gerade machst. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Doch, ich habe gerade Wasser reingemacht. Okay. Jetzt müssen da noch andere Sachen rein. So. Was macht Nadi? Nadi Blackburn hat Holzhacken. Okay. Was macht die noch so? Okay, ich kann das hier nicht reinlegen. Okay. So. Ja, aber ins Wohnzelt. Hm? Ins Wohnzelt. Nee. Doch, ins Wohnzelt kann ich es reinlegen. Achso, dann legst du halt rein. Gut.
Ja. Ist der immer noch nicht. Nee, der muss. Der ist doch schon fertig, oder? Das kannst du mir nicht erzählen. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Womit? Obwohl ich nicht weiß, wie es hier weitergeht gerade. Jetzt kommt dran, was du weiter machen willst. Ich weiß es selber nicht so genau. Okay. Ich versuche gerade Münzen zu sammeln, dass wir der Fanshost fertig machen können. Mhm. Und dann vielleicht habe ich sogar dann schon genug für Punkte für den Gastwirt. Das wäre ja ein Träumchen, ne? Ja, und wenn wir Holzfäller brauchen wollen, dann, ich glaube, der war ein Patsto. Oder Bradford, eins von beiden. Den gibt's aber, glaube ich, in Dings auch. Am Anfangsdörfchen. Achso, das. Den gibt's öfter. Der ist jetzt nicht so das Problem, sagen wir es mal so. Na. Was halt ein Traum wäre, wenn wir pennen können, weil hier geht nachts halt nichts weiter jetzt. Okay. Wenn das possible ist. Können wir gleich machen, dann gucke ich, dass ich hier einfach schnell ein Dings baue. Eine Wegbeschreibung. Mhm. Happy days, all thanks to you. Achso, sie hängt da jetzt hoffentlich was auf. So. Ne, den behalte ich jetzt in den Mental und fertig. Was macht die Forschung? Was macht sie? Hier fehlen zwei Stroh. Immer noch. Kann ich schon wieder was lesen? Nee, nee, nee. Okay, sehr gut. Auffüllen Zielmenge erreicht, das passt eh nicht. Genügend Ressourcen, da fehlt wieder Holz, Holz, Holz. Ja gut. So ist das, wenn alles gerodet ist, ne? Ja. Der ist mir nie gefolgt. Was ist mit ihm? Ist das hier nicht auf Straße, wo ich hier gerade bin? Willst du mich verirren? Ja. Oh, geil. Beatrice, wir haben den Förster. So. Försterino züchtet Setzlinge aus Baumsamen, um Waldflächen wieder aufzuforschen. Sehr nice. Das in Sachis Sprache zu sagen.
Sachi? Ja, wir haben auch ein paar Satzlinge. Ich weiß. Die sammelst du, wenn du junge Bäume wegmachst. Ich dachte, ihr wolltet hier irgendwie schlafen? Ja, ich habe den jetzt nur schnell platziert und wenn Alex wieder da ist, dann konnte man sofort in eine Haia gehen. Ich versuch's gerade, aber ich muss jetzt den Weg erstmal hinkommen wieder. Den anderen hat er nicht genommen, ich brauche noch Steine. Das heißt aber, Sachi, du könntest mir hier beim Zeug holen helfen. Vier Seile. Brauchen Holzbalken und steht neben der Yachthülle. Dann hätten wir was zu tun, dann brauchst du eigentlich doch nicht zurückkommen, Alex. Also, ja, weil dann ist es wurscht, weil wir haben ja jetzt ein Projekt. Was war das da für ein Fetzen? Was sind die Jagd? Die draußen am Weg Wegesrand. Genau, einfach mir nach. Hier, jetzt habe ich Seile vergessen. Ja. Ich zeigte mir an, dass ich nicht in der Nähe von Straßen bin. Das weiß ich nicht. Hast du wieder den kleinsten Feldweg ausgesucht, wa? Nee, denk nicht. Ja, geht das nicht. Die Map passt nicht überein, okay. Was hast du jetzt schon alles mitgenommen? Gar nichts. Ich hole gerade Baumstämme. Seile waren das jetzt? Vier. Und von beiden Sorten Stroh was, aber erste Prio haben, sage ich euch. 24 Stunden besetzt und wenn wir selber da drin stehen. Wo sieht es aber nach reinkommen? Ich glaube nicht, dass er einfach schon wieder nicht richtig will. Mhm. Wie Seile hast du schon mit, oder? Nein. Komisch, weil er die jetzt nicht wollte von mir. Kann sein, dass irgendein NPC die schon hingebracht hat. Achso, warte mal. Ist ja Blödsinn, wenn ich jetzt schon zurückgehe. Nee, das können, weil wir es noch nicht herstellen können, weil keiner von uns Landwirtschaft Level 3 hat. Ja, toll. Da sind wir leider auf NPC-Gnaden angewiesen. So. Holzplanken, da hätte ich noch Sachen geholt. Nee, die Seile fehlen immer noch. Was?
Benötigt ein Werkzeug. Ja. So ein Hammer. Ohne den wischt's nix. Ja, kein Garten. Oh, und da ist auch Strom. Und der Hammer macht keinen Spaß. Ich bin 3 Tage drauf rumhämmern, oder? So, Planke hat er. Haben wir auch nicht, okay. Obwohl, vielleicht hier drin. Und hier. Nope. Okay, dann nicht. Yeah. Rise Shield. Ja gut, das Stroh, das werden sie ja sicher morgen in der Früh machen. Wirklich? Hoffe ich. Ich bin zu wohl. Ja, dann pennen. Dann gehen wir pennen. Okay. Also erst nimmt das Geräusch halt das Fleisch hier runter, weil die lassen es immer gern verbrennen. Das ist ein Traum. Ja. Und jetzt Eier buchen. Sechs Tage bis zum Winter. Ja. Von mir aus. From the kingdom, there's always something. Wie weit sind sie eigentlich mit der Jägerhütte? Fehlt Strom. Die wird. Ja, da. Bei der Jägerhütte fehlt Strom. Ich dachte, die kann komplett gebaut werden, oder nicht? Da stand es vor, es fehlt Strom. Okay. Ja, 3-mal Stroh und 5-mal Stroh. Das ist nicht die Jägerhütte. Das ist der Förster. Entschuldigung, welche Seite? Das fehlt leider, da kommen wir leider nichts. Okay. Ja, 5 Stroh. Überall fehlt Stroh. Es ist halt blöd, wir haben nicht, wir können nicht. Hattest du nicht ein Landwirtschaftsbuch, Alex? Ja, müsste im Lager sein. Mal. Ich bin schon auf 2 und 10%, also. Ich nähre mich. Ja. Ja, siehst du, da könnte ich eigentlich mal in Hedan auch gucken, ob man da noch. Und in Pazdo. Ob man da noch Landwirtschaftsbücher kriegen, weil sonst. Das ist ein Gesellenbuch, das werde ich nicht lesen können. Nee. Das geht leider noch nicht. Ja, Brust ist. Ich gehe ja mal oben schauen. Ja. Also ich weiß nicht, du kannst ja nach Pazzo oder so, wenn du willst. Lass mal die jetzt mal abklappern und uns da mal die scheiß Bücher snacken. Weil. Sonst haben wir da echt ein Problem. Boah, Pfeile, nice. So.
Zum Händler ist natürlich wieder. Die waren oben, glaube ich, ne? Anfangsdorf? Hm. Ja. Hinten. Kann ich sie markieren? Ne, kann man nicht. Okay. Du bist da, geradeaus, ja. Wo du jetzt ungefähr hinguckst. Spare a coin and I will pray for you. Ah, da hinten ist eine, ja. Ja. Was hast du auf Lager? Tatsächlich nur Müll. Oh, den kaufe ich mal. Was? Also du hast. Ja. Ja, ich habe einen Hammer gekauft tatsächlich, weil. Oh. Hier ist der Buchhändler. Der hat natürlich alles an Lehrlingsbüchern, aber nicht das, was wir wollen. Ja, wo ist denn der hier gewesen? Ich glaube da hinten, ja. Welcome, noble companion. Ich wollte dich nicht hochhinladen. Nee, das ist der Tavern Geronimo, den brauchen wir da nicht. Aber der hat auch nur Gesellenbücher, ne? Scheiße. Ja, dann soll ich sie trotzdem mitnehmen? Weil dann führt sie ja irgendwann wieder nach. Ja, ja, mach. Oh, aber es sind 300, Alter, pro Stück. Ja, gut, wofür brauchen wir die Kohle sonst? Wenn nicht für Bücher, hm? Ja. Ja, aber dann nehme ich am besten nur zwei mit. Ja. Und noch für Lehrlingsbücher. Gehen wir mal vor zum Punkt. Ja, sonst hilft's nichts, wäre ich einfach auf dem Feld agieren müssen. Wie auch immer man da irgendwelche Punkte kriegt. Also es ist mir immer noch ein Rätsel, aber. Ja auch. So, habe ich eigentlich schon wieder. Ja, ich kann schon wieder irgendwas. Oh, die erste schon ist voll. Ja, sehr gut. Achso, ja, Feld, genau, da war ja. War ja was. Rotten Beetles devouring me plants. So, hier. Ja, dann jeden wir hier mal. Hilft ja nichts. Jete, jete, die Bete, bete. Okay. Curious times we live in with talk of wars and rebels and such. Gibst mir jetzt mal hier dein Werkzeug, danke. Ich mach das jetzt. So, die alte Feldarbeit hier.
nichts. Okay, der Gefechtsager ist ungepflügt. Mir fehlen noch Sachen. Celestus, Eber, Wolf, Wolf, Wolf. Der böse Wolf. Mhm. Ich will es aber trotzdem hier holen. Mit Punkte. Hallo. Mhm. Zack und Hopfschuss tot. Oh, ja, er musste nicht leiden, hm? Ja. Und actionreiche Musik. Mhm. Ach, komm schon. Die Hitbox, die ist zum Gacken. Da ist noch eine. Jetzt Stroh angekauft. Was? Was? Stroh? Ich hab da gerade einen Stroh hinzugefügt gesehen. Ja, aber dann haben wir das nicht eingekauft, sondern hat es einer produziert von unseren Dullis. Los. Ja, es wird hier auch schon auf die Baustellen transportiert. Das ist sehr gut. Ich glaube, Knoblauch haben wir jetzt erstmal tonnenweise. das ist natürlich wunderbar. Genauso wie Hanf haben wir auch mehr als genug. Ja. Also, ja, aber die große. Ja, also, ja. Solange wir keinen. Permanente Fleischzufuhr haben, sage ich mal, produzieren sie eh kaum feinen Eintopf oder sowas. Ja, das ist natürlich blöd, weil klumpt uns im Grunde nur das Inventar zu gerade. Ja. Also, ich hätte fast schon gesagt, ich schalte die Felder aus. Ja. Weil wir haben von allem. Und oder ich sag, dass wir überall Radieschen anpflanzen, weil die haben wir jetzt nun wirklich nicht. Und die könnten wir für was hernehmen. Ja, aber haben wir davon nicht noch 40 Stück oder 50 Stück? Ja. Wenn noch was übrig ist, dann ja. So, hier mache ich dich auch mal. Das mache ich tot. Und im Grunde, ach, das da hinten kann ich auch tot machen. Dann haben wir noch eins, wo wir nur wirklich auch essbare Sachen anpflanzen. Ja. Dann passt es ganz gut.